von Natur wegen wäre die richtige Art zu sitzen, vorausgesetzt, alle Gelenke sind frei beweglich, in der tiefen Kniebeuge mit geradem Rücken. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Die Naturvölker sitzen noch so, die haben keinen Stuhl. Ansonsten ist Sitzen, wie gesagt, Gift. Es wäre am besten, immer aufzustehen und sich zu bewegen, seinen Papierkorb weit wegzustellen, seinen Drucker weit wegzustellen, um möglichst viel aufzustehen, rauf, runter, gar nicht zu sitzen. Wenn wir aber sitzen, sollten wir die Füße stabil haben. Am besten die Lendenwirbelsäule leicht unterstützt vom Stuhl. Also ein guter Stuhl formt sich da ergonomisch oder passt sich ergonomisch der Lendenwirbelsäule an, stützt die leicht, Oberkörper aufrecht, Schulterblätter ganz leicht nach hinten und unten und die Arme am besten, wenn ihr einen Schreibtisch benutzt, in der 90-Grad-Position, sodass hier die Kante liegt, Kopf aufrecht und Blick am besten mit Computer geradeaus, dass ihr da nicht groß verdreht, aber im Prinzip einfach nicht lange. Vielleicht ein paar Minuten, ansonsten ist es auch mal erlaubt zu lümmeln oder sich zu strecken. Es geht darum, sich zu bewegen, das heißt, das Beste wäre kaum sitzen, fast gar nicht sitzen, aufstehen, bewegen. Der Trend geht dahin, sich ein Laufband vor den Arbeitsplatz zu stellen und im Prinzip in Bewegung zu arbeiten. So getreu nach dem Motto, in einem gesunden Körper haust ein gesunder Geist. Es mehren sich die Anzahl an Patienten mit chronischen Rückenschmerzen auch, also nicht nur noch der akute Rückenschmerz, Bandscheibenvorfälle, sondern die Menschen, die sagen, ach, weißt du Marc, eigentlich habe ich schon seit 3-4 Jahren Rückenschmerzen, aber jetzt halte ich es nicht mehr aus und ich merke so in der Früh, ich bin steif und am Arbeitsplatz, ich fühle mich steif und was kann ich denn tun? Und wo oder warum schmerzt mein Rücken denn? Die Frage kann man so einfach nicht beantworten. Das wird wahrscheinlich ein 10-Stunden-Referat. Es gibt so viele Strukturen, die den Schmerz wirklich provozieren können. Sei es die Muskulatur, weil sie einfach stundenlang nicht arbeitet und starr sitzt. Sei es eine Bandscheibe, sei es der Nerv, weil er verkümmert in einer Position ist. Sei es zum Beispiel Facettengelenke in der Wirbelsäule, die extrem auf Belastung kommen, wenn man permanent überstreckt sitzt. Sei es die Steifigkeit der Brustwirbelsäule, weil man wie Quasimodo hier vorne geneigt sitzt. Wenn man wirklich Rückenprobleme hat, kann ich nur eins sagen, sucht euch einen Spezialisten, sei es ein Arzt, ein Physiotherapeut, ein Sportwissenschaftler, der die Ursache genau herausfindet und daraufhin ein Trainingsprogramm entwickelt. Im Prinzip ist es egal, worauf ihr sitzt, ob das ein guter Stuhl ist, ein harter Stuhl ist, ein weicher Stuhl ist. Wie erklärt, die Sitzposition ist entscheidend. Der Stuhl kann euch natürlich, wenn die Rückenlehne gut ist, wenn die Ergonomie der Griffe gut ist, etwas entlasten, aber es wird immer darum gehen, aufstehen, bewegen, aufstehen, bewegen, aufstehen, bewegen. Die Sitzposition an sich kann sich verändern, aber es geht darum, nicht viel sitzen. Und deswegen stehe ich jetzt wieder auf. Das Hauptprinzip ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. Nur so kann ich dem Rückenschmerz vorbeugen. Genauso gehört zu der Bewegung aber auch sinnvoll mit Übungen zu kräftigen, zu dehnen, zu mobilisieren, genauso wie es in unserem Video sehen wird. Die Hauptursachen sind Brustwirbelsäule, Steifigkeit aufgrund dieses buckligen Sitzens. Es ist eine Schwäche der Bauchmuskulatur. Es ist eine Schwäche der Gesäßmuskulatur, weil die Hüftbeuger aufgrund dieses permanenten Sitzens zu kurz sind, nicht wirklich angesteuert werden. Es ist genauso, wenn ihr euch vorstellt, ein gutes Haus kann nur auf einem guten Fundament stehen. Genauso wichtig, die Beine zu trainieren, dass die Sprunggelenke Stabilität gewinnen, stabil sind, dass die Knie stabil sind, dass genug Kraft in den Beinen ist, um wirklich die Kraftübertragung von unten nach oben auch zu gewährleisten. Nur so könnt ihr auch euren Rücken wirklich sinnvoll stärken. Neuere Studien zeigen, dass es eine extreme Zunahme an Herz-Kreislauf-Krankheiten gibt, erhöhte Herzinfarktrate, erhöhte Schlaganfallrate, erhöhte Krebsrate, die Mortalität, also die Lebensdauer sinkt und man ist so weit, dass man wirklich das Ganze darauf zurückführen kann, dass zu langes Sitzen schädlich für den ganzen Körper ist. Der Hauptgrund heutzutage ist natürlich, dass der Arbeitsplatz an sich Inaktivität fordert, also wir arbeiten viel an Computern, wir arbeiten viel im Sitzen im Büro, sprich die körperliche Aktivität als Ausgleich fällt weg. Wir heben nichts Schweres mehr, wir gehen keine Stufen mehr, es gibt Rolltreppen, es gibt Fahrstühle, es gibt Autos. Wir sind einfach faul geworden, bewegen uns insgesamt zu wenig und
wenn wir uns schon wenig bewegen, dann kommen wir oft dazu, dass wir zu schwere Übungen oder zu schwere Trainingsprogramme wählen. Und deswegen ist dieses Programm auch so aufgebaut, dass es ein leichtes, ein mittleres und ein schweres Workout gibt. Und es ist immer mit dem Leichten anzufangen und wirklich konsequent durchzuziehen. Und nur wenn die Übungen perfekt funktionieren, in die mittlere Stufe zu gehen, das gilt dann genauso, dann in die schwere Stufe zu wechseln. Der Hauptgrund für Rückenschmerzen ist primär Inaktivität. Und deswegen sind die Workouts in meinem Film darauf entwickelt, vom Leichten zum Schweren zu gehen. Für einen schmerzfreien Rücken müsst ihr jegliche Art von Muskulatur trainieren. Wie ich gesagt hatte, ein gutes Haus steht auf einem sauberen Fundament. Sprich, wenn die Füße nicht gut trainiert sind oder auch die Beine und die Knieachse nicht stimmt, wird es unmöglich, den Rücken, das Becken sauber zu positionieren. Deswegen gibt es in diesem Film immer wieder Korrekturen von der Beinachse, von der Beckenposition und nur so ist es möglich, auch den Rücken möglichst schmerzfrei zu halten. Es reicht nicht aus, nur kurz aufzustehen im Büro und mal zum Papierkorb zu gehen. Ihr solltet das regelmäßig so viel wie möglich machen, um natürlich diesen ganzen 8 Stunden Sitzen mit gebeugter Hüfte, gekrümmten Rücken möglichst positiv entgegenzuwirken, gehört zu dem regelmäßigen Aufstehen auch immer wieder Übungen zu machen. Das Programm ist so ausgelegt, dass ihr das in 7 bis 10 Minuten schafft, sprich aufstehen und dann vielleicht mal eine kurze Pause einlegen, zu kräftigen. Die Übungen sind im leichteren Programm so angelegt, dass man das vielleicht 1-2 Mal am Tag schafft, bei den schwierigen 1-mal am Tag. Es reicht vollkommen aus, das Ganze täglich zu machen, 1-2 Mal am Tag. Von Rückentraining profitieren wir alle. Ich kenne keinen Menschen, der nicht trainieren muss. Früher haben wir, ist vielleicht verkehrt, hat die Menschheit schwer gearbeitet, hat viel gehoben, hat den Rücken einfach durch die körperliche Arbeit trainiert. Es gibt ja kaum noch handwerkliche Berufe. Es ist alles automatisiert. Sprich, es gibt fast keinen, der nicht zusätzlich zu dem, was er macht, ein ganz spezielles Rückentraining absolvieren sollte. Beim Rückentraining kann man extrem viel falsch machen, wenn ihr die Positionen nicht sauber einnehmt, wenn ihr zu viel im Hohlkreuz arbeitet, wenn ihr die Brustwirbelsäule nicht wirklich streckt, so wie ich es euch im Video zeige, dann arbeitet ihr genau in euer Problem rein. Sprich, ihr tut euch nichts Gutes, sondern ihr verstärkt die Position noch. Also es wird immer wieder darum gehen, streckt die Brustwirbelsäule, zieht den Bauchnabel ein, kräftigt den Bauch. Nur so ist es möglich, sauber und effektiv zu arbeiten. Die Stärke des Films soll in der Korrektur liegen, dass ich euch permanent zeige und sage, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, was ihr machen sollt und was ihr nicht machen sollt. Das Problem an vielen Trainingsvideos oder auch Zeichnungen in verschiedenen Zeitschriften liegt darin, die Übung ist nur so gut, wie ihr sie ausführt. Ganz einfache Geschichten. Ihr werdet sehen, es gibt einfaches Beckenheben, aber es ist immer möglich, das Beckenheben über eine andere Muskulatur zu steuern. Und ich werde euch zeigen, was ihr anspannen sollt und was ihr nicht anspannen sollt, in welche Position ihr gehen müsst. Und nur wenn ihr das auch wirklich befolgt, kann das Ganze funktionieren. Ein Team muss sich nicht lieben, ein Team muss gut zusammenarbeiten. Der eine muss für den anderen einstehen. Er muss sehen, wenn der eine zu viel zu tun hat, dass er ihm hilft. Das sei im Sport so, das sei in der Arbeitswelt so. Rücksicht auf den anderen nehmen, seine eigenen Stärken trotzdem rausarbeiten, aber sich auch bei gegebenen Anlass mal unterzuordnen und zu sagen, hey, pass auf, mach das oder das vielleicht so. Ich helfe dir, wenn du es nicht verstanden hast, frag mich, aber genauso, wenn ich ein Problem habe, komme ich zu dir und frag dich und du wirst immer eine Antwort bekommen und ich werde auch immer eine Antwort erhalten wollen. Hallo, ich bin der Marc, wir sind hier bei 1x1 Sport und nur wir sind dein Team.